Kapitel 4 Aufstieg des Hottenkartells. Der Krieg läuft schlecht für das Imperium. Eine Reihe republikanischer Siege sowie das Chaos und die Rebellion der Inneren könnten bisher wenige Monate den Untergang bedeuten. Doch die Rettung könnte der Planet Barkep bringen, wo Rüdiger LP den geheimen Auftrag hat, den neuen roten Herrschern eine mächtige Substanz namens Isotop 5 zu erschreißen. Rüdiger LP muss mit Hilfe des imperialen Stoßtrupps das Anwesen der Minenoperationsleiterin Solida Hesk infiltrieren, um herauszufinden, wo sich die Isotop-5-Vorräte befinden. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Star Wars The Old Republic, imperialer Agent bzw. scharfer Scharfschütze. Jetzt muss natürlich gerade wieder Husten kommen. In der letzten Folge haben wir, wenn wir beim ersten hatten, befreit, jetzt ist wieder ein neuer Tag begonnen. Hat ein neuer Tag begonnen, nicht ist. Ich will das Ding ja benutzen. Ich will nämlich noch die Bonus Teil 2 machen. Damit jetzt habe ich das. Hab ich natürlich gepult. Sorry, tut mir leid, Feriengäste. Aber ich stand leider im Weg. Hab ich den Ding schon? Ich habe mal wieder einen Upload im Hintergrund noch drin, deswegen ist die Verbindung gerade etwas schlecht. Tja, als sonst. Da ist auch noch so ein Teil. Ich weiß gar nicht, ob es auch Credits für die Teilbonus gibt. Ich denke mal schon. Energie in die Waffen. So, hier. Hier gibt es gerade gar nichts für. Ich hoffe mal, dass es dann am Ende dann irgendwie Credits oder sowas gibt. Komm ich hier rüber? Gott, diese bescheuerten Berge immer überall. Und diese Gleitersprünge, ich mag sie nicht. Ich kann keine Gleitersprünge. Beziehungsweise die so eine normalen Sprünge hier schon, allerdings nicht irgendwo hochspringen, das kann ich überhaupt nicht. Okay, ist doch schon das nächste Ding. Die Diener von Kubisho, dem Hutten, sind nah. Es sind Nikto, deren Clan den Hutten seit 12 Generationen dient. Geboren für den Kampf. Sie sind außerdem für ihre beeindruckenden Haustiere bekannt. Seid auf der Hut. Ja, bin ich. Ups. Warum geht es jetzt nicht? So, ich war zu lang. Ich hab so schnell wieder gelaufen. Scorpio-Sanktionen aktiviert. Warte, wie soll ich jetzt? Hoffentlich komme ich jetzt hier wieder rein. Der ist ja sonst wohin geflogen. Oh, ich dachte schon, ich komme jetzt hier wieder nicht rüber. Scorpio-Sanktionen aktiviert. Zack. Die Narren glauben, dass sie mich besiegen können. Das Ziel wurde ausgelöscht. Zack. Da ist das nächste Schiff, was wir zerstören müssen. da ist der Loot. Ich wusste, was irgendwo noch Loot war. Scorpio-Sanktionen aktiviert. Mal gucken, wie lange Barkevote noch dauert. Gerade erst bei der zweiten Mission, das kann also noch ein bisschen dauern, Markev. Mal gucken, ob ich das heute noch schaffe, weil es ja der letzte Tag der Ferien. Ziel wurde ausgelöscht. Leider. So, erst mal hier das Schiff kaputt machen. Prodorania, dem Hutten. Oh Gott, haben die Hutten mal bescheuerte Namen, ey. Vor uns oben Balkon, der bringt doch gar nichts. Kann man nicht wieder reinfahren? Ja, geht. Jetzt wahrscheinlich mal nicht mehr, jetzt ist es rot. Wahrscheinlich wegen der Verbindung oder so. Okay.
kriegen das jetzt. Och Gott, ey. Kackgegner, ey. Zerstöre Gegner. Die Gegner sind echt so bescheuert gesetzt, dass du da echt nicht vorbeikommen kannst. Die Narren glauben, dass so Schwein. Hier. Hoffentlich war das jetzt nicht einfach zu schnell. Ja, Hauptsache ihr könnt Pause drücken, um euch das durchzulesen. Oh fuck. Das Ziel wurde ausgelöscht. Jetzt die Gegner sind echt so kacke gesetzt, einfach nur. Das finde ich übrigens auch auf Markup. Auf Markup sind einfach die Gegner total scheiße gesetzt. So, hier ist noch die Terminals von der Daily. Aber die Daily machen wir nicht. Wir machen nur die Story. Ich glaub, die Dailies brauche ich euch nicht zeigen. Das wird nicht in diesem Let's Play. Oh Gott, Leiter. Man kann das immer so schlecht einschätzen, wenn der Gleiter sich aktiviert. Das Terminal, das Ding machen wir nochmal kaputt. Gucken. Das da hinten? Wo ist denn das? Ach, da hinten drin. Okay, ich glaube, da muss ich aber sowieso noch mal rein. Staffel. Oh Gott, das ist jetzt Teil 4. Gott, Mark, ey, scheiß Gegner immer. Scorpio-Sanktionen aktiviert. Ja, die denken sich, glaube ich, echt, wie viele Gegner können wir an eine Stelle klatschen. Oh Gott, ey. Geh denn das auf den Senkel. Mit Markup. Platzierung von Gegnern. Ich möchte erstmal da hinten rein. Wo sind da diese komischen Tarnerkennungssonden? Gott, das sieht aber schön aus hier. Hä? Okay, jetzt haben die mich entdeckt. Scheiße, jetzt wollte ich gerade gucken, was da ist. Und dann entdecken die mich. Hallo, jetzt stehst du mal. Ich benötige bessere Ziele. Das Ziel wurde ausgelöscht. Ich möchte da hinten erstmal noch den Dings da beschaffen. So. Gott, schade, dass ich mich nicht unsichtbar machen kann, Alter. In den Mauern befinden sich abgeschirmte Energiequellen. Sie versorgen vermutlich Droiden und schwere Verteidigungen. Die Narren glauben, dass sie mich besiegen können. Hey, das sieht ja eigentlich relativ schön aus. So soll meine Festung auch aussehen. Das Ziel wurde ausgelöscht. Komm, hau ab. Geh weg. Warum sind die feindlich, die Feriengäste? Aber hier die Lifttür. Die glauben, dass sie mich besiegen können. Ich wollte wieder rein. Ich weiß gar nicht, was jetzt passiert wäre, wenn ich mich jetzt da reingestellt hätte. Das ist jetzt zumindest der letzte Teil. Ne, da steht Teil 4. Da kommt bestimmt auch noch irgendein Teil der Schrei. Jetzt kommt danach bestimmt noch. Da steht ja nicht letzter Teil. Verdammt, das wollte ich gar nicht. Wollte gar nicht rollen. Nee, ist fertig. 5, 4, 3, 2, 1, ja. Müsste da nicht eigentlich erst letzter Teil stehen? Nur das ist verpackt. Oh, warum sind jetzt die ganzen Gegner hier wieder? Scheiße, falsch. Zumindest ist der noch nicht wieder da. Der scheiß Droide ist noch mal immer noch hier, stimmt. Der Baum gefällt mir eigentlich auch. Oder die Bäume sind ja mehrere. Wir sind schon wieder 9 Minuten. Wir haben nichts gemacht in der Folge. Wir haben bloß die Bonusquest gemacht. Und noch einen von diesen dämlichen Landeplätzen erreicht. Komm, ich kann doch hier rüber. Ja. Also dämliche Mauern. Ey, wer hat diese Karten gemacht? Wer war es, der diese Karten programmiert hat?
Verdammt, das war schlecht. Oh, die Gegner, die nerven. Scorpio-Sanktionen aktiviert. Kann man die nicht einfach mal weglassen, die scheiß Gegner, die nerven eh. Ja, schieß doch da und mach da Schaden. Glauben, dass sie mich besiegen können. Ach, hier ist auch noch so ein Terminal von der Daily. Komm, bitte lass mich hier hoch. Ich will nicht gegen den drüben da kämpfen. Zum Glück geht das auch. Oh. Ihr nähert euch einer Gruppe von Leibwächtern von Prodorania, dem Hutten. Das sind Vollstrecker aus seinen Produktionshallen. Rohlinge. Nicht intelligent, aber körperlich stark. Sie können 20 Stunden am Tag Gifte einatmen und dennoch überleben. Sie werden nicht so einfach sterben. Gut, der Tafelberg ist abgeriegelt. Es wird keine Verstärkung kommen und niemand kann fliehen. Ich schlage vor, ihr rückt zum Anwesen vor. War klar, aber unvorsichtig. Die Sicherheit der Hütten mag eliminiert sein, aber solider Hesk hat immer noch Droiden. Ja, aber das machen wir jetzt in der nächsten Folge, denn diese Folge ist schon wieder vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich gehe offscreen schon mal schnell dahin. Aber die Gegner, die sind bestimmt eh wieder da, deswegen beende ich jetzt die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Wenn nicht, dann passt ein Abo und ciao.